Deutschland würden uns die einsperren, definitiv. Okay, jetzt müssen wir einfach nur hoffen, dass ich kein Übergepäck habe. Weil, Digga, Leute, ich weiß, ich habe so viel Kacke in diesem. Mein ganzer Koffer besteht wirklich nur Supplement. Das ist schon schwer, oder? Das ist krass schwer. Das ist komplett schwer. 25 Kilo oder 23 Kilo, das darf man mitnehmen, Digga. Ich call, Digga. Und jetzt wirklich ab, dann call ich 35. Ich verstehe, die Sache ist, kommt ja aufs selbe, weil wenn da 28 Kilo drin sind und da 18, und wir geben jetzt einfach nur die paar Kilo darüber, ist ja trotzdem beides im Flugzeug. Was ist die Situation? Digga, die Situation ist mal wieder, wie ich sie predicted habe. Schau dich jetzt mal meinen Koffer an. Wunderschön, wunderschön gepackt, oder? Schön. Also ich habe sehr wenig mit und wir müssen jetzt umschlichten. Digga, jetzt ist deiner zu schwer, oder? Passt das jetzt? Ja, ja, und da sind aber auch keine Streichel zur Powerbank. Da ist nichts. Nein, da ist nichts. Nein. Bei ihm wollen sie nicht wissen, was er mit hat. Vertrauen Sie mir. Junge, ich schwöre es euch, Freunde. Bei uns immer komplett problematisch. Okay, wir haben aber Glück, es ist niemand da. Und an der Stelle begrüße ich euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar zu einem verdammt krassen Video. Ich will nicht zu viel verraten. Ich will einfach nur, Freunde, dass ihr zuschaut, weil es wird verdammt heftig. Ich bin verdammt nervös. Real Talk. Aber ich kann es einfach echt nicht glauben, was wir jetzt machen, Freunde. Deswegen, ja, schaut zu und vergnügt euch. What is this? The license plate number. Everything here. Okay, perfect. Thank you very much. So Leute, das war eine schwere Geburt, aber wir haben es geschafft. Wir sind in fucking Thailand, Digga. Und ich kann es ohne Witz auch immer nicht glauben. Wir werden jetzt gleich abgeholt vom Shuttle, was uns da zum Hotel bringt. Und ja, ich habe absolut keine Ahnung, was heute noch so ansteht. Das werden wir noch sehen. Aber, ja, das Wetter ist geil, oder? Ja. Wir sind vorhin aus dem Flieger ausgestiegen und ich schwöre es euch, es gibt nichts Geileres. Es hat 28 Grad, Junge. Ich schicke euch allen Wärme nach Deutschland oder wo auch immer hin. Es ist insane. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt jetzt hier auf die Zeit, Freunde. Aber später noch genauere Infos und so weiter, weil wir müssen jetzt uns hier mal zusammenfinden. Und das ist das Nummernschild, was wir bekommen haben von unserem Fahrer. Let's see. Freunde, wir sind im Hotel angekommen, sind jetzt gerade ein bisschen so dabei, alles auszupacken, wie man hier sehen kann, beziehungsweise mal schauen, ob wir aus dem Koffer leben oder ob wir es schaffen, das Ganze hier schön einzuschlichten. Wir haben auf jeden Fall keinen großen Schrank. Und ja, jetzt steht auf jeden Fall mal so ein bisschen hier die Ortschaft erkunden aus, weil ja, es ist hier auf jeden Fall, wie ich das nennen soll, dezent bodenlos. Es ist auf jeden Fall, es schaut alles wirklich sehr lustig aus und so weiter. Dementsprechend, Massageladen werden wir eventuell auch noch auschecken, Freunde. Nicht das, was ihr denkt. Eine normale, verdammte Massage wollen wir uns gönnen, Freunde. Weil wir sind, wie gesagt, 15 Stunden oder 14 Stunden insgesamt unterwegs gewesen. Hier gibt es ein richtig verdammt geiles Gym, wo zum Beispiel Joe immer trainiert hat, Joe Aesthetics. Dementsprechend ist das eigentlich so der Hauptgrund, warum wir jetzt hier in dieser Ortschaft sind. Pattaya heißt übrigens. Hier geht auch viel Kacke zu, habe ich mir sagen lassen. Aber ja, wie gesagt, wir sind hier, um ordentlich zu trainieren, Freunde, um Content zu machen und ja, Erlebnisse zu sammeln. Freunde, wo sind wir gelandet, verdammte Kacke? Wir checken jetzt hier gerade die Umgebung aus. Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall wirklich, es ist heftig. Es ist was komplett anderes. Ich war noch nie in Thailand. Und wie gesagt, es gibt in Thailand verschiedene Ecken so. Wir sind ja jetzt in einem Eck und hoffentlich, vielleicht schauen wir uns noch andere Ecken hier an. Ich bin gerade maßlos überfordert hier mit dem, was hier abgeht oder was wir hier jetzt heute alles erleben noch werden. One minute! Okay. Yeah. I need you! I want you! Okay, so guys, you need to say hello to my YouTube video, okay? What's wrong now here? Half an hour back massage, right? Yeah, no problem. Perfect. You don't sie meinte, sie zerstört meinen Rücken. Sie meinte, sie steigt auf meinen Rücken drauf. My name
Junge, es geht ja. Geil. How much you have now? Mumbai, not massage. He's rich. Where money? Party. Leute, so lässt sich auf jeden Fall der Rest Day einleiten. War angenehm, oder George? Was sagst du? Ja, war sehr gut. Digga, aber ich weiß nicht, die hat mir halt das Genick auch gebrochen, die hat mein Ding so genommen und so gedreht, auch ausgeknackst. Ja, so. Ja, die war brutal. Das war wild auf jeden Fall. Und jetzt auf jeden Fall, Freunde, sind wir hier gerade mitten auf der Straße Lost, auf dem Weg zum Supermarkt, weil wir brauchen Essen und so weiter. Wir haben heute fast noch nichts gegessen. Was geht hier im Supermarkt ab? Digga, die haben sogar Massagen hier im Supermarkt. Junge. Freunde, ich sag's euch, der erste Morgen hier in Thailand ist angebrochen. Ich bin vorhin gerade aufgewacht und ich schwöre es euch, ich kann es einfach nicht realisieren. Es ist so crazy. Damit sie nicht den wildesten View oder sonst irgendwas. Darum geht's mir auch. Dann ist mir scheißegal. Einfach wirklich bei so 28 Grad aufzuwachen, auf den Balkon zu gehen, das ist ein Gefühl ohne Witz. Das ist unbeschreiblich. Jetzt muss ich mich mal ready machen. Ich werde auch Ganzkörperrasur machen, Freunde, damit die Shape besser kommt und so weiter. Ich habe richtig Bock hier auf jeden Fall. Wir werden Gym heute zerlegen, werden euch alles zeigen, meine Lieben, und euch heute nochmal durch den Tag mitnehmen, Freunde. Das wird sehr, 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 sehr geil. Deswegen, ich werde mir jetzt mal schöne Ganzkörperrasur hier gönnen. Gönne, ich weiß nicht, ob das zu viel Information ist, aber ja, so ist es. Es steht ein Leg Day, glaube ich, an. Fühlst du schon? Ja. Yeah. Junge, ich schwöre es euch, Leute, ich bin richtig paff. Sieht die View geil aus auf der Cam da? Ich hoffe, Freunde, es kommt wirklich so rüber, wie wir es hier gerade sehen, aber ich schwöre es euch, ich warte jede Sekunde, ob ich aus diesem Fiebertraum aufwache, weil es hat einfach 30 Grad. Wir sind hier gerade im Pool, im Wasser, starten so den Tag. Das ist insane, also wirklich unendlich dankbar dafür. Und an der Stelle, kleine Motivationsrede für euch, Freunde, ohne Witz, es ist alles machbar, was ihr euch erträumen könnt. Weil alles, was kreiert wurde auf dieser Welt, müsst ihr euch vorstellen, war einst ein Gedanke in einem Kopf von irgendeiner Person. Dementsprechend, Freunde, wenn euch irgendwelche Leute sagen, nee, ihr redet zu groß, ihr träumt zu groß oder so, drauf geschissen, auch wenn das manchmal dann einen selbst zum Nachdenken bringt, stimmt, hat er nicht recht, ist das möglich, ist das nicht möglich, drauf geschissen, Freunde. Wir haben am Ende des Tages nur dieses eine Leben und wir sollten versuchen, das Beste rauszuholen und unsere Träume zu verwirklichen. Das war so ein Traum von mir, einfach mal nach Thailand. Bin auf jeden Fall richtig froh, das machen zu dürfen oder machen zu können. Bin einfach verdammt nochmal gespannt, was die Zeit hier mit sich bringen wird. Deswegen auch unbedingt bitte bei Insta und Snapchat und so weiter vorbeischauen, weil da posten wir richtig viele Stories jeden Tag auch und so weiter. Halten euch da am Laufenden, viele Posts und so. Ziel ist nämlich hier einfach geil Content auch zu machen, ordentlich das Gym zu grinden, wie ich schon gesagt habe, wirklich Gas zu geben, Freunde, und einfach besser zu werden. Und umso schöner, Alter, dass man das einfach an einem Ort machen kann, wo das Wetter geil ist, wo wir ein geiles Gym haben hoffentlich, also das, was wir wissen, gesehen haben, ist das Gym Baba-mäßig, werdet ihr dann später sehen. Und ja, jetzt relaxen wir hier nochmal ganz kurz und genießen ein paar Sonnenstrahlen, Freunde, weil die haben wir definitiv zu lange nicht mehr gesehen, würde ich sagen, oder George? Junge Leute, ich schwöre es euch, das ist wirklich ein Traum, Alter. Ich kann es bis jetzt nicht fassen. Ich will dich auch gar nicht abfucken, aber es ist insane. Auf jeden Fall, wir haben Post-Workout-Meal auch dabei. Fruit Loops. Hello. Die Leute sind doch echt nett, muss man sagen. Ich weiß nicht, wir kommen auf unser Leben nicht klar. George, wie viel haben wir gezahlt für jetzt 20 Minuten Taxi? 2 Euro, Leute. Und wir bestellen, das ist nicht irgendwas so, sondern es ist ganz normal diese Bolt-App oder so, so wie Uber. Also echt crazy. Ja, jetzt sind wir hier beim Muscle Factory Gym. Da kannst du mal das Schild zeigen, George. Ich glaube, hier ist das bekannteste Gym hier. Damit ihr euch vorstellen könnt, wir zahlen jetzt für einen Monat, für 2 Personen, also für George und mich, 100 Euro umgerechnet, was auch
vollkommen fein und vollkommen okay ist. Also echt interessant, so die Preispolitik, wie unterschiedlich die ist. And that's my brother here from Thailand. He's 17. Big muscles, bro. Yeah. Don't skip leg day. Never. Right? Yes, sir. Never skip legs. Yeah, and never skip calves. Yes, sir. That's good. That's good here, brother. Yeah. Never skip leg day, guys, because it increases your testosterone. Yes. So you don't need to inject. Always. Stay natty out there. Junge, was ist das für eine wilde Kombi? Fresh Berry Juice Flavor mit Fresh Cherry Flavor gemischt. Rank, Ramp Pump Pro, Freunde, damit wir eine schöne Session haben. Und an der Stelle wollte ich auch nochmal daran erinnern, Freunde, bevor wir jetzt gleich ins Training starten. Wir haben, ihr seht jetzt ein Datum eingeblendet, zwischen bzw. während dem Datum 50% auf alle Proben. Plus, ihr könnt ab 20 Euro versandkostenfrei bestellen und bekommt zu jeder Bestellung einen gratis Shaker dazu. Dementsprechend mit Code Manuel unbedingt ausnutzen, Freunde. Freunde, I'm fucking pumped. Ohne Witz, ich bin sowas von. Also noch nicht pumped physisch, wenn man das so sagt, sondern mentalmäßig. Wir checken hier gerade mal die Beine. That's crazy. Freunde, wir sind hier, um die Mission Legs fett zu bekommen, zu absolvieren, verdammte Kacke. Es wird auf jeden Fall insane. Wie gesagt, heute Leg Day, 5 Übungen am Start. Und ja, langsam merke ich, ballert der Booster. Deswegen müssen wir uns jetzt mal warm machen. Wir warten gerade noch auf die Maschine. Ich habe zu George gesagt, wir müssen aufpassen, was wir labern, weil wir so, ja, wir können hier Scheiße labern ohne Ende, weil uns eh niemand versteht. Gehen zur ersten Maschine, Digga. Ich so, how many sets you have left? Ah, 3 Sets habe ich noch left. Gott sei Dank keine Scheiße gelabert, Freunde, aber deswegen, wir müssen hier aufpassen. Bro, der Vibe ist so anders. Es ist wirklich wie in einem Film. Es ist so insane. Lass es ein geiles Workout werden. Very strong. You are strong, not me. Now you're doing abs? Yeah, I'm doing abs. You do it too. That's good. Wow. I'm master bikini champion. Very so good. Now I need more shoulder for do figure. But biceps is good. That's good. Good job, keep boy. Going, keep working. You too. Die Leute sind echt nett und korrekt drauf hier. Ist echt, echt chillig. Erstes Workout hier, jetzt Beine. 30 Grad hat's. Und ich schwöre es euch, es ist echt geil. Also ich hätte nicht geschätzt, dass ich so gut die erste Einheit überstehe in der Hitze und so, weil ich jetzt sicher ein halbes Jahr oder so nicht so eine Hitze hatte und bei so einer Hitze trainiert habe. Dafür lief es verdammt gut. Konnte auf jeden Fall gute Limits pushen. Veins auf den Beinen. Wir blenden jetzt mal kurz das Video an, Leute. Das ist echt, echt insane. Ich hatte sowas noch nie. Deswegen, Freunde, es bockt schon und wir gehen weiter. Vollgas. Stopp. Arm is good? I like your booty. Yeah? Oh no. Yeah, my booty is big. I do it like hip thrust as you. I'm a booty girl. Yeah? We need to train together booty, okay? Okay. You train just legs or also upper body? Everything. Because I have big breasts. Yeah? I have to make sure that I work out from my back. It's so natural or? No, it's not natural. That's good. Jetzt müssen wir hier kurz die Situation wieder runterkalmen. Digga, ich wusste nicht, was ich sagen soll, hat dann einfach irgendwas gesagt. Was hast du für eine Situation, die du kalmen musst? Ja, Bro, es ist keine Ahnung. Nein. Ach so, ich weiß schon. Bro, George, du machst es nur noch schlimmer. Freunde, jetzt nicht scringen, ist immer schlecht, Freunde. Selbstbewusstsein, schön locker sein und dann können wir das regeln. Sie versteht eh nicht, was wir labern. Sie geht jetzt zwar bei uns vorbei, sie versteht es aber eh nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall den Beintag erledigt. Jetzt wird es mal auf jeden Fall Post-Workout-Mahlzeit geben. Alter,
gibt's ein geileres Post-Workout-Programm. Ohne Witz, wir sind jetzt vom Jimmy hergefahren, und zwar der Maschberger. Vielleicht kennen ihn einige von euch, haben uns das hier empfohlen, der ist sogar auch da. Mal schauen, vielleicht bringen wir ihn gleich nochmal vor die Linse. Das ist hier einfach so ein Art Beachclub, wie ich es vorhin schon gerade eben gesagt habe, aber halt eben mit Sauna, nicht jetzt clubmäßig, sondern sie nennen es einfach so, mit Sauna, mit Kältebecken und so. Und ja, jetzt gutes Post-Workout-Programm, ballern wir uns schön in die Sauna, oder? Ja, warum lachst du so? Ich glaube, bei den 90 Grad sollten wir überleben. Let's do this. Junge, ich fühle mich gerade wie ich, als wäre ich keine Ahnung auf was. Aber wie lange waren wir? 10, 12 Minuten? Ja. 90 Grad. Dann hinter mir befindet sich ein Kältebecken. Waren wir im Kältebecken, dann waren wir im heißen Becken, dann wieder im Kältebecken. Und jetzt gönnen wir uns einen kleinen Snack, den wir bekommen haben, Wassermelone. Und später müssen wir uns endlich mal um Kalorien kümmern, weil ich habe erst 1500 drinnen. Momentan bin ich auf 3300 jetzt, Freunde, weil das Gewicht nicht hochgegangen ist. Wir haben von 3000 jetzt auf 3300 sowas erhöht und jetzt geht's langsam hoch, Freunde. Das heißt, Gains werden gemacht. Ich bin sehr hyped. Also, guten Appetit. Sebastian, ich danke dir für deine Empfehlung. Wir haben heute den Sebastian getroffen, der hat uns da heute auf jeden Fall einige Tipps gegeben und generell auch. Deswegen darf schon auch mal, ich habe mich zwar schon bedankt, aber noch einmal. Habe ich dir die benannt? Nein, ich finde es cool, dass er hier ist. Ich folge dir schon lang und ich finde seinen Content gut. Das ist ein sympathischer Typ, oder? Ehre. Auch auf jeden Fall am Durchziehen. Das Problem ist nur, wenn er zu lange in Thailand bleibt, dann wird er nochmal zurück zu euch kommen. Es ist schon wirklich eine andere Welt. Also wie Thailand ist schon crazy. Es gibt viele Sachen, dass du aufpassen musst. Ja. Ja. Viele Sachen, aber es gibt da viele Gutes. Ladyboys. Das ist schön, da gibt es den Trick, jetzt den Trick. Den hat er uns gezeigt, also, den Trick. Sag mal. Wenn du lange in Thailand bist, das heißt nicht, dass ich mich in diesem Milieu begebe, okay, also du musst einfach nur sagen, streck den Arm aus. Und wenn es eine Frau ist, dann könnt ihr den Arm in der Regel immer überstrecken. Wenn nicht, dann würde ich besser Aloha haben. George, du musst dir den Trick merken. Auf jeden Fall hat er auch eine verdammt krasse Maschine. Du meintest, gell, das ist Joe seine alte, oder? Das ist Joe sein erstes Motorrad, da hat er sehr viel Liebe investiert. Wenn Maschberger gleich wegfährt, werden wir dann einen fetten Sound hören. Das ist insane, Alter. Ja, die ist schon lauter. In Deutschland würden sie die einsperren, definitiv. Legendär. Wir haben jetzt hier richtig geil den Laden, den uns eben Sebastian empfohlen hat. Richtig geil, man kann einfach sagen, 300 Gramm Chicken, 200 Gramm Reis. Das heißt, dementsprechend können wir auch perfekt, Freunde, on track bleiben. Da drüben gibt es Massage, werden uns dann eben auch noch gönnen. Normale Massage, Freunde. Weiß nicht, woran ihr denkt. Junge, Junge, sieht das geil aus, Alter. Einfach Chicken mit Reis. It's okay. Nein. Doch nicht. Komm einfach ins Lokal. Verkauft Tonic. Kosten? Verdammt gut Gewürz. Holy shit, geil. Das ist so das Ding. Wenn ich jetzt so zeitmäßig verreise, es geht eigentlich die ganze Zeit ab. Ich schaue halt immer, Freunde, dass ich wirklich da, wo ich bin, clean essen kann. Ich habe mir sonst auch noch, ich habe so viel Eiweißpulver mit, ich habe Rice Pudding mit und so, dass ich immer Backup planmäßig habe. Maximaler Progress, Freunde, den wir erzielen wollen, schaffen wir nur, wenn unsere Ernährung stimmt. Und das Tag für Tag. Dementsprechend will ich da keinen Tag missen. So Leute, fertig gegessen. Jetzt haben wir uns nochmal eine schöne halbe Stunde hier eine Fußmassage gegönnt. Und jetzt wird es auch dann schon wieder back ins Hotel gehen, Freunde. Weil morgen wird wieder Gym gecrushed. Dementsprechend bedanke ich mich fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Stay tuned, was auch immer da noch kommen wird. Ich küsse eure Herzen, Freunde. Man merkt, ich glaube, ich bin ein bisschen K.O. Ich kann nicht mehr reden, ich kann nicht mehr denken. Deswegen verpisse ich mich lieber, damit das hier nicht noch schlimmer wird. Also, peace out.